Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du hier eingeschaltet hast. Ich bin die Universicum Paraphysica, sprich eigentlich eher die Moderatorin Ildika Rothi-Jörg. Man kann mit meinem Namen gar nichts anfangen, aber ist nicht so dramatisch. Also, ich bin ja eine Kartenlegerin, sprich aber eher gesagt eine Esoterikerin mit paraphysikalischen Interessen, ja. Bin auch sehr spirituell, aber für diejenigen, die mich schon kennen, es tut mir leid, ich konnte lange Zeit halt nicht mal online gehen. Ich habe immer noch schwere Probleme mit der Technik. Vor kurzem, das werdet ihr mir nicht glauben, schmotten meine Kabel. Das da ist jetzt halt mein Kabel für den Monitor. Schaut euch das mal an. Verkokelt. Kaputt. Ich bin sehr stark Merkur-lastig. Da ist noch ein Kabel, der kaputt gegangen ist von meinem Computer. Mal gucken. Seht ihr das? Das Weiße hier. Und da unten auch diesen Strich dementsprechend. Heftig, gell? Kabelbrand. Ich könnte schier verzweifeln, das sagt schon zur Körperverletzung. Und bei Gott ist das, ehrlich gesagt, berufsschädigend. Das ist wirklich so. Da braucht man wirklich eine Panzerhaut. Der Merkur liebt mich. Ja, ich hoffe, dass ihr natürlich halt dementsprechend halt ein bisschen Verständnis für mich auch in der Thematik habt. Man muss gucken, wie man da klarkommt. Das ist schwer, ja, weil ich brauche den Computer nicht nur für paraphysikalischen Analysen oder für diese wissenschaftlichen Geschichten da in Bezug auf Paraphysik, sondern ich brauche das auch natürlich für bürokratischen Geschichten oder geschweige denn halt auch, weil ich ja auch ein Buch schreiben wollte. Kann ich vergessen. Ja, so sieht's aus. Ich hatte nicht so lange meinen Computer. Also ich habe im Dezember 2019 mit dem Computer gekauft gehabt. Da war es. Ich hoffe, dass er noch funktioniert, trotz diesem Kabelbrand. Ja, meine Lieben, also ich werde jetzt mal nicht so lange schwätzen, einfach mal kurz mal erklären, was ich jetzt machen werde. Und zwar mache ich die Monatslegung für alle Sternzeichen. Natürlich beginne ich heute wie immer mit dem Widdergeborene und ende auch dann am Ende mit dem Fisch irgendwann wann. Und ich werde einfach als Frau deuten. Ja, egal ob jetzt halt irgendwie ein Mann zuschaut oder Frauen zuschaut, ihr müsst das für euch umswitchen, ihr wisst ja schon halt, was ich meine. Ich würde mit dem keltischen Kreuz einfach halt mal legen und ich werde, ja, wie gesagt, das so intuitiv deuten, was ich spüre. Eine spirituelle Sprache spricht mit mir und ich lasse mich einfach halt da hineinführen. In diese entsprechende Sprache, was es mir sagen möchte, um was es hier geht. Ansonsten habe ich einen Tipp für euch. Ich werde demnächst gucken, dass ich ein Webinar euch anbiete für diejenigen, die gerne Karten legen, deuten lernen möchten oder verstehen lernen wollen zum Thema Tarotkarten. Also nicht die Lenormand-Karten, sondern die Tarotkarten werde ich gucken, dass ich im Herbst einen Webinar euch anbiete, dass ihr dann halt mit teilnehmen könnt. Da ich nicht mehr in Deutschland lebe, sondern in Rumänien, sind bei mir die Gebühren nicht so hoch. Ja, viele deutsche Esoterikerinnen verlangen extremst viele Gebühren für die Webinare. Und da ja Rumänien nicht so viele Steuern erwartet, ja, von den entsprechenden Firmen oder für die Self-Employer, was ich auch bin in der Thematik, zahle ich nicht so viele Steuern. Und dann dürft ihr natürlich jetzt halt auch wissen, ne, dementsprechend, dass ich halt nicht so überteuert bin in Bezug auf diesen Webinar. Ich habe einen deutschen Konto und habe auch einen rumänischen Konto.
wenn ihr möchtet, könnt ihr natürlich halt die Webinare buchen. Oder wenn ihr auch eine Privatlegung buchen möchtet, könnt ihr das natürlich auch gerne machen und könnt natürlich auch mal den deutschen Konto auch anwenden. In der Beschreibung findet ihr gerne auch mein deutschen Konto, ein rumänischen Konto und auch allerlei andere Daten. Wenn ihr gerne eine Privatberatung haben möchtet, könnt ihr mich dann persönlich halt in Facebook Messenger anschreiben unter Paraphysica Universicum. Ja, jetzt wünsche ich euch natürlich halt eine spannende Legung. Ich hoffe, dass es euch gefallen wird. Wenn es euch gefallen hat, dann bitte vergesst halt nicht zu liken und vielleicht auch sogar noch halt meinen Kanal zu abonnieren. Also, bis dann. Also, ich liege vorwiegend mit den Orakelkarten von Doreen Virtue, das Engel der Liebe Orakel aus dem Allegria Verlag, mit den After Tarot Cards aus dem Los Calabios Verlag, von Giro Marchetti Gönnere Violenomor Karten aus dem Königshut Orange Verlag, sowie auch die Kepa Karten von Giro Marchetti Königshut Orange Verlag und die Lenormand Karten Blaue Eule von dem Königshut Orange Verlag. Wenn du noch mehr erfahren willst über meine Tätigkeit oder über alles Mögliche, was mit Paraphysik zu tun hat oder halt auch mit spirituellen Dingen, kannst du natürlich auch gerne mich auf Facebook halt besuchen unter Universicum Paraphysica. Gerne kannst du auch eine Beratung bei mir buchen und ja, immer schön auf dem Laufenden halten, denn ich bin ein bisschen vielfältig als alle anderen. Wenn du gerne für den Weltfrieden etwas Schönes tun willst, kannst du gerne halt auf meiner Seite inspreadshirt.de auch dir einen T-Shirt bestellen. Peace and Freedom, no war, more just peace. Eine Friedensbotschaft von mir direkt für euch. Ihr könnt natürlich auch gerne auch andere T-Shirts euch halt natürlich holen. Es gibt es auch für Frauen wie halt für die Männer. Hier ist mein Spreadshirt-Nummer, die 1198-783-44. Ich habe auch noch verschiedensten Motiven, auch natürlich für die Frauen gibt es natürlich halt auch die Hoodies mit dieser Friedenstaube, die ich gestaltet hatte für einen Weltfrieden. Hier gibt es verschiedensten Varianten. Ich habe auch diese wunderschöne T-Shirt gestaltet gehabt, Peace and Freedom. All around the world, no war, more just peace, mit unserer Weltkugel. Auch für die Männer habe ich auch eine nette Dame, und zwar auch genau die gleiche Botschaft mit Peace and Freedom all around the world. Ja, also ihr habt die Möglichkeiten, T-Shirt für 19,99 € zu erwerben. Oder die Hoodies für 35,99 € oder sogar halt für die Männer entsprechende T-Shirts für 29,99 €. Und ja, also ich habe ja nicht nur halt die Friedenstaube für die Hoodies, ich habe sie wie gesagt halt auch als T-Shirt. Hallo mein lieber Krebsgeborener, natürlich jetzt mal ein bisschen anders, es tut mir leid, ich habe nämlich ein Problem mit dem Auto gehabt seit heute Morgen. Meine Batterie, Autobatterie steht auf meinem Tisch und wird da gerade geladen. Da hat ein bisschen Verständnis, deswegen tue ich hier die Karten auf einem anderen Platz halt mischen und legen. Ja, ich habe nämlich halt ein Problem gehabt gestern, durch den Stress habe ich vergessen gehabt, mein Licht von meinem Auto auszuschalten. Und dann durch die Nacht habe ich natürlich halt viel Strom verloren durch die Batterie. Und der ist jetzt halt am Ladegerät. Und die gibt es halt, diese speziellen Ladegeräte. So, ich möchte jetzt einfach halt mal mischen für dich, lieber Krebsgeborene. Hier ist deine Legung für den August 2020. Also die Monatslegung. Wie wird denn bei dir dein Monat werden im August? Das wollen wir ja mal sehen. Also Liebe, Beruf und was, also alles, was mit Familie zu tun hat. Muss nicht immer Liebe sein, kann auch familiäre Dinge sein. Also halt bei deinen Eltern, Schwestern, Lebensgefährten, Ehemann,
Oder wenn du Solo bist, wenn die Geschwister. Ich habe ein bisschen Verständnis, dass es halt ein bisschen anders jetzt so ist. Bei mir ist es halt wichtig, dass ihr auf jeden Fall. Hier fliegt jetzt eine Karte runter. Bitte wartet mal. Nochmal von vorne wünschen. Kabel statt ein bisschen. Das ist halt so. Das wird sich ja eh ändern ab morgen. Mal gucken, wie viele Lesungen ich heute machen kann. Mal gestern hatte ich nicht gelegt, hab dann bei den Zwillingen stehen wieder Krebs. Das ist jetzt deine Legung. Wie wird denn der Monat, wie das Universum für die Krebs geboren werden? Für die Krebs geboren, August 2000. Irgendetwas mit Sucht. Abhängigkeit. Muss nicht unbedingt was mit Substanzen zu tun haben. Kann ja auch partnerschaftliche Geschichten sein. Kann auch Sportsucht sein. Über Krebs. Das Universum, sagt mir, wie wird dann der August werden? Und Entscheidungen, ja, sage ich doch, partnerschaftlich. Nochmal. Nein? Wie bei den Zwillingen. Es kann sein, dass arg verwandte Energien dann immer von dem einen Sternzeichen auf das andere überträgt, und astrologisch gesehen ja weiß. Mal gucken. Ja, also bei mir ist es auf der Kopflage. Irgendetwas kannst du nicht in Ruhe lassen oder etwas lässt dich nicht in Ruhe. Also das sind deine allgemeinen Energien. Die tue ich jetzt halt neben deinem Sternzeichen hin. Irgendetwas beißt und zwickt dich, sag ich jetzt mal so auf gut Deutsch gesagt. Das ist Karte 1. Karte 2. Und das, was es geht, allgemein bei dir. Das, was dir bewusst ist. Das, was dir unbewusst ist. Die Karte ist mit rausgeflogen. Oh Mann, jetzt ist ein Knick an meiner Karte. Ich tue die mit integrieren. Was in jüngsten Vergangenheit passiert ist. Was auf dich zukommen wird in der nächsten Zeit. Das könntest du sein. Aber bei der Allgemeinlegung, weil es ja auch eine Allgemeinlegung ist, kann auch das dein Gegenüber sein. Oder du bist hier oder dein Gegenüber. Aber normalerweise bist du immer hier unten bei einer Privatberatung. Hoffnungen, Wünsche und Ängste. Und dann die Quintese, was dann herauskommt. Ich tue es mal hier hin am besten. Und tue es jetzt halt mal ein bisschen positionieren. So, mein lieber Krebsgeborener oder Geborener, egal ob du männlich, weiblich bist, mir ist es egal, oder auch schwul, lesbisch, spielt keine Rolle. Ich fange jetzt einfach halt mal an. Also, deine allgemeine Energie ist, du bist zu müde geworden, um halt irgendwas zu machen. Ich habe hier die Hohe Priesterin, es kann sein, dass du eine weibliche Person bist. Oder es geht vielleicht um eine weibliche Person. Es kann sein, dass sie halt also sehr, wie soll ich sagen, in ihrer Mutterrolle zu kämpfen hat. Es kann sein, dass sie halt vielleicht halt sehr aktiv ist. Sie ist sehr sozial, sie ist sehr hilfsbereit.
arbeitet vielleicht sogar in diesem Bereich, hat alles, was mit Sozialem zu tun hat. Kann sein, dass sie vielleicht auch ein Gewerbe am Laufen hat. Kann sein, dass sie ja vielleicht halt auch irgendwie ja ein krankes Kind hat. Oder sie hat einen Mann, den sie verloren hat. Ja, vielleicht war er krank. Er war vielleicht so sehr schwer krank, dass du im Grunde genommen ja müde geworden bist, um noch weiter zu kämpfen. Du hast um die Liebe gekämpft gehabt, sage ich mal so. Es können aber halt auch medizinische Faktoren bei dir hier sein, um das Thema. Weil wir dürfen die Karte hier nicht vergessen. Das ist nämlich halt die vier der Schwerter. Und wenn ich dann die Kirche sehe in Verbundenheit, dann kann das auch Operation bedeuten bei dieser Karte. Deswegen ist es nicht auszuschließen, dass in deinem Falle vielleicht halt was Medizinisches ist, dass du dir gewünscht hast, dass hier etwas in Heilung geht. Vielleicht bist du auch eine Mutter und hast um diesen Menschen gekämpft. Kann aber auch sein, dass es halt dein Kind war, dein Sohn oder deine Tochter. Stehst du? Muss nicht immer halt der Mann sein oder also der Lebensgefährte. Es können auch die Kinder sein, die vielleicht halt also operiert wurden. Vielleicht hatte derjenige oder diejenige halt einen Tumor. Kann aber auch sein, weil hier auch die 10 der Stäbe auch was mit Kämpfen zu tun hat, teilweise. Weil so sieht es zumindest halt aus, dass man vielleicht angegriffen wurde in der Vergangenheit. Vielleicht ist man verprügelt worden. Oder man hat einen Autounfall gehabt und kam deswegen ins Krankenhaus. Ja, das können auch so Unfallthemen hier bei dir sein. Müssen wir gerade mal was schauen hier. Ich weiß nicht, ob das hier auf der Kopflage halt irgendwie dreht. Ich hoffe mal nicht. Also, das muss ich das halt mit dem App bearbeiten. Entschuldigung, ich musste gerade mal gucken. Ja, wir wollen mal gucken hier auch hier. Also wir haben auf der Kopflage die 12 der, ach du Schreck, ja, der gehängte Mann. Ja, das passt. Das passt zu dem, was ich gesagt hatte. Also ich würde sagen, halt hier geht es tatsächlich um jemanden aus deiner Familie, um den du gekämpft hast. Das kann sein, dass diese Person, die gerade halt ihrem gehängten Sohn oder gehängten Tochter was zum Trinken gibt. Es kann gut sein, dass da halt irgendwie entweder Angriffe von außen stattgefunden hatte, Kämpferei oder ein Autounfall. Weil wie gesagt, wir haben hier die 10 der Stäbe. Es kann auch sein, dass halt auch durch einen Wettbewerb, durch Kämpfen oder durch einen Sportunfall. Ja, das kann jetzt alles sein. Jemand einen schweren Unfall erlitten hatte und du als Mutter natürlich kämpfst um das Überleben deines Kindes oder du hast um diesen Kind gekämpft gehabt. So, und du siehst ja, weil da auch die Karte auf der Kopflage steht, dass es halt stagniert. Wir wollen mal gucken, was die unbewusst ist. Oh je. König der Schwerter. Oh. Also, ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich mal jetzt mal schnell mal alle Karten öffne. Ja, ich hatte recht gehabt. Wettkampf. Ja, Wettkampf. Oh je. Moment. Wie geht denn das hier mit dem Handy überhaupt? Moment. Läuft er noch? Stimmt, die Kamera läuft hier anders. Ach, je. Also, ich habe ehrlich gesagt das noch nie als Kartenlegerin erlebt gehabt. Es tut mir leid, wenn ich Dinge sagen muss, denn der Zuschauer es nicht hören möchte. Aber ihr wollt, dass ich ehrlich bin. Wir wollen nicht, dass wir das sagen, was ihr hören wollt. Wir wollen doch das sagen, was wirklich ist.
egal wie es ihr dreht, weil eigentlich würde ich am liebsten jetzt abbrechen. Weil das sieht sehr, sehr negativ aus. Und ich frage mich jetzt in diesem Moment, wo ich diese Karten hier lege, wer steckt dahinter? Hier hat es was mit Machtspielerei zu tun. Also, weiß nicht. Das liegt in euren Händen, wie ihr das mit eurem guten Gewissen vereinbaren könnt. Normalerweise, wir als Deutsche, wir können sowas nicht dulden, wenn man wirklich die Fäuste um sich schlagen lässt. Ja, die Kabel nervt ein bisschen. Das sind wir Deutsche nicht gewohnt. Also, hier wurde jemand verprügelt in der jüngsten Vergangenheit. Man hat Geheimnisse gehabt vor einem. Es kann sein, dass es hier um einen Krebs, Fisch oder Skorpiongeborenen es sich hier handelt. Ja, vom Sternzeichen her. Und es kann sein, dass in der jüngsten, was dir halt schon nicht bewusst ist, dass eigentlich diese Person schon längst zum Tode deklariert ist. Ich bin mal ehrlich. Der August wird für dich klar werden, dass du natürlich eine ganz feste Entscheidung für dich persönlich treffen musst. Und das wirst du auch definitiv, weil die zweite Münze ist auf der Kopflage. Und ich habe hier, das könntest du sein oder du hier, das kommt drauf an, wo du dich persönlich siehst. Ich weiß nicht, wo du dich siehst. Kann sein, dass irgendeiner von euch beiden ein Machtspielchen hier getrieben hatte und meinte, es besser zu wissen, anstatt mal den Ball flach zu halten, dann immer wieder auf Kontra geht und der andere natürlich hat dann seine Fäuste gezeigt gehabt. Deine Hoffnungen und Wünsche, die ich hier sehe, weiß ich, das sind negative Energien. Wie gesagt, am liebsten will ich abschalten, weil das da sieht eher nach Konfrontationen aus. Dass hier eine negative Person mit Teufel komm heraus, wie kleine Kinder, wirklich wie kleine Kinder, sich die Nase anhauen müssen. Manche Erwachsene sind selbst noch richtig arg zurückgeblieben vom Charakter her. Muss ich echt wirklich sagen, ich weiß jetzt natürlich nicht, wo du jetzt stehst. Es kann dein Gegenüber sein, um dem es sich hier handelt. Und deine Ängste, ich weiß es nicht, das ist irgendwie, normalerweise der König der Kelche ist ja fließend, das sind ja fließende Energien. Du hast ja aber halt auch sehr viel Wasser und es kann sein, dass es hier um Geld geht. Es kann sein, dass es hier auch um viel Drama geht. Drama, Drama, Drama ist auf der Kopflage, nicht auf der aufrechten Lage. Hier die Verbindung. Ach, ich, das macht keinen Spaß mehr. Und dann der Ass der Schwerter. Auch auf der Kopflage. Nichts wird sich weiterentwickeln. Ja, die Kipperkarten, die Giramacchetti. Es tut mir leid, wenn jemand manchmal meinen Sohn hört. Ich muss manchmal auch mal abbrechen, dann gegen ihn. So, liebes Universum, ich will mal wissen, was dahinter steckt. Warum wurde hier gekämpft? Was ist denn da anders dazu gewesen? Es geht um eine Hauptperson. Um eine weibliche Figur. Es kann sein, dass du ein Zuschauer bist und keine Zuschauerin. Und das sieht eher halt nach weiblicher Energie aus bei dieser Karte. Weil Frauen schlagen sich nicht. Und meistens halt die Männer. Es ist sehr selten, dass mal Frauen sich schlagen. Falsche Person. Ja, Gaslighting, hä? Das sieht nach narzisstischen Zügen aus. Ach, ja. Wie gesagt, am liebsten nicht aufhören. Und Hauptperson. So, und ich habe hier dann noch die Hauptenergie Verzweiflung.
Ach, da ist er halt, das Ding ist ja. Siehst du? Verzweiflung. Hast du auf Verzweiflung gehandelt? Normalerweise, ich bin mal ehrlich zu euch, wir haben normalerweise immer ein Bauchgefühl, einen siebten Sinn, der uns immer mal vorwarnt, seid vorsichtig. Diese Person ist mir nicht koscher. Aber was ich in der Gesellschaft oftmals gemerkt habe, ist, viele haben es nicht gelernt gehabt, auf ihre Bauchgefühle zu achten. Viele Menschen haben nicht gelernt gehabt, auf die Warnsignale zu achten, auf diese entsprechenden Bauchgefühl. Mit dem Motto, sei vorsichtig, irgendwie, die ist komisch oder er ist komisch. Interessanterweise habe ich ja Hauptperson, falsche Person und Hauptperson. Bin mir nicht sicher, ob das hier eine Dreieckskonstellation ist. Ist das hier eine Affärengeschichte? Das ist eine große Frage, weil hier haben wir ein Geheimnis noch. Versteht ihr? Hier steckt ein Geheimnis dahinter. Und vielleicht, ich weiß jetzt nicht, kann das jetzt Eifersucht gewesen sein? Hattest du vielleicht nicht gewusst gehabt, dass sie vielleicht halt fremdgegangen ist? Aber ich sehe eher, dass es hier ein Mann ist und zwei Frauen. Also kann es dann tatsächlich du der Fall sein, dass du als Mann Affären hattest mit mehreren Frauen, deine Ehefrau zum Beispiel das aber Wind bekommen hatte durch irgendwie, durch diese falsche Person, wie du dir halt meinst. Vielleicht hat sie sich ja in dich verliebt gehabt und du glaubst ihr das nicht. Und dann am Ende tust du deine Ehefrau bestrafen oder vielleicht durch die falsche Person, wobei ja du selber eigentlich hättest ja die Finger weglassen sollen von den Frauen. Und Männer, die wegen einer anderen Frau Personen zusammenschlagen, sind in meinen Augen keine Männer. Das sind Kriminelle in meinen Augen. Seid mir nicht böse. Das ist keine Kultur. Wir haben gelernt gehabt, sogar auch im Kleinkindalterzeit, wo wir im Kindergarten gegangen sind. Wir dürfen andere nicht schlagen. Wenn wir andere schlagen, mit Schimpfwörter beleidigen, dann sind wir kein Stück weit besser wie die Kriminellen. Sowas macht man nicht und das gehört nicht zu der Kultur. Wir haben ein Stück Kultur gelernt gehabt, oder? Seid doch mal ein bisschen ehrlich. Das ist ein No-Go. Das macht man nicht. Ja, das hat dir doch keiner gesagt gehabt, dass du fremd gehen sollst. Du betrügst deine Ehefrau und zugleich tust du noch andere Frauen dazu auch noch manipulieren und imitieren, dass sie dann mit dir fremd gehen sollen. Und automatisch auch noch deine Ehefrau noch mit betrügen, während du deine Ehefrau betrügst. Aber das ist immer wieder das Typische bei vielen Narzissten. Immer sich die Bestätigungen holen müssen, ja? Durch Sexualität. Googelt mal in Google nach Narzisstensyndrom. Da werdet ihr verstehen, über was ich rede. Wir leben in einer Ellenbogengesellschaft. Aber wenn es der Fall sein sollte, dass du unter Verzweiflung gehandelt hast, weil du ein Opfer bist und eine Frau bist, dann muss ich auch genau das Gleiche zu dir sagen. Das ist kein Grund, um dann halt die Fäuste ballen zu lassen. Besser wäre es gewesen, die Koffer zu packen und dann zu gehen. Ganz einfach. Ach, interessanterweise habe ich den Majorin hier in der Hand. Das ist aber jetzt ganz zufällig gewesen. Weil der Major symbolisiert aber auch zugleich bei den Kipperkarten der Narzissten. Ich mag solche Legungen nicht. Ob dieser Mensch noch überleben wird, und das ist dir natürlich nicht bewusst. Ja, weil das ist die bewusste Lage und das ist die unbewusste Lage. Ja, das ist dir nicht bewusst, dass diese Person sterben könnte. Was hast du gemacht? Egal, ob du Opfer warst oder nicht, weil er fremdgegangen ist, weil er dich betrogen hat. Oder, wenn jetzt auch in diesem Falle, wenn er dich betrogen haben sollte, aber dann seine Liebhaberin verprügelt haben sollte, nur weil sie reines Wein eingeschenkt hatte bei deiner Ehefrau und du dich an sie gerecht hattest, weil sie Kontakt gesucht hatte mit deiner Ehefrau und du sie deswegen zusammengeschlagen hast, Karma is a bitch, das kriegst du noch ganz bis zurück. Gewalt ist ein No-Go. Ich wiederhole es noch einmal. Gewalt ist ein No-Go. Ja, ich habe Kampfsport gelernt gehabt in Deutschland. Ich war im Wing Chun Akademie. Und wir haben das auch gelernt gehabt. Der beste Kampf ist immer derjenige, oder der Kampf ist immer der Kampf, der am besten gekämpft wurde, wenn der niemals stattgefunden hat. Habt ihr das gehört gehabt?
Der beste Kampf, der jemals stattgefunden hat, ist immer der Kampf, der niemals stattgefunden hat. Und das ist ein hohen Eid bei vielen Kampfsportlern, die wirklich das aus sportlichen Aspekt machen. Menschen, die Gewalt ausüben gegenüber anderen, sind in meinen Augen kritische Menschen. Da kann man sich tausendmal als Opfer sich darstellen, aber sind in meinen Augen Täter. Nein. Auch wenn man eifersüchtig ist, das ist kein Grund, um gewalttätig zu sein. Man kann Probleme mit Worte lösen und nicht mit Fäusten. So, nochmal eine Karte von Doreen Virtue. Ah, da fliegt schon eine raus. Ich muss auch gleich Schluss machen. Okay, in Bälde. Ich will nochmal eine Karte ziehen, das reicht mir nicht aus. Bitte seid vernünftig, macht sowas nicht. Karma wird jetzt kommen. Das kann auch Prüfung bedeuten. Seid vorsichtig. Seid vorsichtig. Romantische Gefühle kann auch bedeuten, dass man sich verliebt hat, Leute. Seid vorsichtig mit dem, was ich euch sage. Zweiter Punkt. Narzissten sind toxische Personen. Die sind gefährlich für die Seele. Nicht nur, dass wir Esoteriker euch das raten, die Finger von toxischen Personen zu lassen, weil die Gaslighting mit euch betreiben. Die gehen über Leichen. Das seht ihr hier schon anhand von dieser Karte. Hier. Es kann sein, dass ein Todesfall kommen wird. Hier. Weil hier habe ich nämlich schon... Schaut mal euch mal ganz genau mal die Karte an. Die Frau steht in der Kirche. Es kann auch ein Grab sein, was ihr hier seht. Und die ganzen Triumphen sind die Schwerter, die an der Wand hängen. Normalerweise heißt das Rückzug, diese Karte. Aber wenn sie auf der Kopflage ist und bei diesen ganzen Kartenkonstellationen, heißt es Tod. Ja? Hier. Sein Schwert und seine Krone, die Krone liegt hier nieder, direkt wo das Schwert ist, eine Triumphkarte. Jemand hat den Kampf gewonnen gehabt. Ja, schaut euch mal die Krone an. Symbolisch gesehen bedeutet die Krone, sich seinen eigenen Ehre sich zurückzuholen. Und jemand hat hier gekämpft gehabt, um die Krone dir zu enthaupten. Gleich neben der Todeskarte. Und dann hier die Hauptenergie auf der Kopflage. Und zwar die vier der Schwerter. Hier verabschiedet sich jemand vom Leben. Muss das sein? Dass man wegen einer Affäre, wegen Eitelkeit, wegen Eifersucht jemanden umbringen muss? Dass man Gewalt anwenden muss, um sich zu rächen? Nein, oder? Es ist manchmal schwer, Kartenleger zu sein. Manchmal ist es ein Segen, aber auch manchmal ein Fluch, Kartenleger zu sein. Weil solche Legungen mag ich überhaupt nicht. Und ehrlich gesagt, das ist eine Warnung von oben an dich. Entweder für dich gilt es oder für dein Gegenüber. Hier, religiöse Faktoren heißt Karma. Hier werdet ihr schwer geprüft, weil Karma kann aktiviert werden. Ist ja jeden Tag mit karmatischen Themen zwar verbunden, aber hier hat was mit Abrechnung zu tun. Hier wird jemand geprüft, ob man noch einmal diesen Fehler macht. Scheinbar ist irgendetwas schon im letzten Leben gewesen. Macht man noch mal diesen Fehler? Da verbrennt man sich die Finger. Es herrscht hier ein Vertrag. Ein göttlicher Vertrag. Der Narzisst muss vorsichtig sein. Das ist kein Spaß mehr. Ihr müsst doch euren Karma nicht beschmutzen. Haltet den Ball flach. Das ist mein Message an euch. Ich weiß es nicht, wenn es hier jetzt trifft, ob das jetzt halt euer Gegenüber ist oder ob es ihr seid. Aber bitte seid vorsichtig. Das da ist kein Spaß mehr. Hier hört der Spaß auf. Also meine Lieben, noch für diejenigen, die meinen, in der Dualsinn-Prozess zu sein und ihr seid Krebse, vielleicht seid ihr mit damit gemeint. Seid bitte vorsichtig, weil das ist auch deine Krebsenergie, weil du bist Krebs. Das kann deine Energie sein. Es kann sein, dass du ein Geheimnis hast oder vielleicht schon dein Gegenüber, wer weiß.
Vielleicht hast du es auch mit einem Fischgeborenen zu tun, weil der Mond steht auch für die Fische. Vielleicht ist dein Gegenüber sogar Polizei bekannt und du weißt das nicht. Und wenn du aber merkst, dass er wie ein Soziopath ist, dann lass die Finger von deinem Kerl. Der hat kein Interesse, mit dir eine richtige Beziehung einzugehen. Welcher Mann würde überhaupt schon sich für seine Affäre hundertprozentig entscheiden? Es gibt eine Statistik, wo es auch besagt, dass meistens die Ehemänner sich nur für ihre Ehefrauen sich entscheiden würden, niemals für ihre Affäre. Und wenn er sich mal getrennt haben sollte, weil sie sich scheiden gelassen hatte von ihm, dann ist die große Frage, wird er wirklich zu dir zurückkommen oder wird er zu einer neuen gehen? Weil er hat sehr viele am Petto. Das ist eine sehr große Frage. Ich bin sehr ehrlich, ich bin sehr direkt, ich weiß. Ich bin der typisch Wassermann. Ich bin sehr direkt. Aber manchmal ist es besser, wirklich direkte Worte zu sagen, als herumzuleiern um die Kirche, um den Dorf herum. Ja, wie man so schön sagt. Lieber mal Tacheles. Es ist so. Hier hört bei mir der Spaß auf. Kein Interesse für sowas. Ich spreche aus Erfahrungen. Deswegen. Also. Jetzt würde ich eigentlich am liebsten jetzt das sagen, was ich immer sagen würde. Wenn dir natürlich halt die Legung gefallen hat, kannst du gerne halt einen Daumen nach oben machen, gerne auch meinen Kanal abonnieren, wenn du möchtest. Aber bitte vergiss auch dann halt nicht das Glöckchen halt zu drücken. Ansonsten könnt ihr auch Kommentare setzen, wie euch das halt gefallen hatte. Aber tu mir bitte wirklich diesen Gefallen. Mach diesen Fehler nicht. Ja, und wenn du mit ihr reden möchtest, dass er ein Gigolo ist, übe dich bitte in Distanz. Mach Schluss mit ihm. Er ist nicht derjenige, den du meinst halt, dass du ihn jemals heiraten wirst. Er ist ein Betrüger, er hat ein Geheimnis. Glaub mir, was ich dir sage. Der wird über Leichen gehen. Es kann sein, dass du am Ende dann hier diejenige sein könntest. Verstehst du? Sei vorsichtig. Das ist kein Spaß mit diesem Kerl. Ja? Weil Hauptperson und Hauptperson, das ist Ehestandskonstellation. Du bist nur eine Affäre. Der Kerl ist ein Gigolo, ein Narzisst. Auch wenn du verzweifelt bist, das spielt keine Rolle. Halte doch die Füße still. Geh weg von diesem Kerl. Das ist kein Segen. Er betrügt seine Ehefrau seit Jahren. Der hat so viele Affären hinter sich. Da wirst du bestimmt nicht die Einzigste sein. Es tut mir leid, dass ich das sage, aber die Karten sprechen dafür. Schone dein Leben. Mache am besten was anderes. Such dir einen anderen Mann oder keine Ahnung. Aber verheiratete Männer sind niemals ein Segen. Bitte. Ja, sei vernünftig. Rede nicht mit seiner Ehefrau. Guck zu, dass du Kontakt mit ihnen abbrichst und dass du überhaupt allgemein mal erstmal Ruhe einkehren lässt und dann guckst du, dass du irgendwann einen neuen Mann findest. Aber das da hat keinen Sinn. Weil er hat ein sehr großes Geheimnis. Glaub mir, was ich dir sage. Der ist sehr gestrickt, der Kerl. Also ich wünsche euch was auf jeden Fall. Bis dann.